Moin zu YouTube, willkommen zu einer neuen Folge vom Dizzycast. Und ich habe heute wirklich einen sehr fantastischen Gast dabei, wo ich mich sehr gefreut habe, als er gesagt hat, dass wir gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen. Denn Krodonas, hallo. Hallo. Der ist, naja, das ein oder andere Mal hat man ihn vielleicht sogar bei uns schon mal gesehen, bei Jansky. Und da ist er das ein oder andere Mal auffällig geworden, nicht nur durch seine strammen Nippel und seine gute Brustmuskulatur, nein, auch durch sein fahrerisches Können. Krodonas, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr und ich hoffe, dass ich dich nach dem Podcast ein bisschen besser kennenlernen werde. Das wirst du, stimmt. Ich habe nämlich so einige Fragen, die da so in meinem Kopf rumschwirmen. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen da draußen, der dich noch nicht kennt. Vielleicht magst du mal kurz so einen Abriss machen in 3, 4, 5 Sätzen, wer du bist und was du machst und warum du eigentlich hier bist. Ja, also ich bin Krodonas. Mich kennt man auch unter Sascha. Ich bin Content Creator Content Creator im ACC-Bereich und bin Streamer auf Twitch. Bin mittlerweile auch im E-Sport so ein wenig drin. Also ich fahre jetzt auch bei der SAO in ACC mit mittlerweile. Ich bin auch Entwickler der LFM-Plattform mit Boris. Also ich entwickle da immer noch weiter dran mit Boris. Auch wenn ich jetzt bei Rennwelten, damals UL, bin ich immer noch bei LFM drin. Entwickle da mit Boris rum. Und ja, ich stream die Woche über meistens nur LFM-Dailies. Am Wochenende jetzt viel SRO und auch viel Pre-Quali für die SRO in dieser Woche vor allem auch wieder. Ja, das bin ich. Tatsächlich war mir das gar nicht bekannt bis vor kurzem, dass du auch an LFM rumschraubst. Ja, das schon seit 2 Jahren. Also ich habe ja 2021 mit dem ganzen Sim-Racing und dann auch mit Twitch angefangen. Und dann irgendwann hatte ich ein Team mit meinen damaligen Zuschauern gegründet, Boxengassen Rowdies damals noch. Ah, das ist ja ein sehr guter Name eigentlich. Ja, wir haben immer die wir haben die Box immer gut verkackt. Auf jeden Fall, dann ist das Team irgendwann auseinandergebrochen und dann dachte ich mir, wo gehe ich hin? Und ich bin ja sowieso nur bei LFM unterwegs gewesen. Und dann habe ich einfach mal angefragt, wie ist es denn so, braucht ihr noch einen Fahrer? Und dann bin ich da halt bei LFM gewesen. Und irgendwann habe ich dann auch Boris gesagt, ja, ich bin auch eigentlich Webentwickler. Wie wär's? Ich kann dich auch unterstützen. Und seitdem arbeite ich mit Boris an der Webseite. Und da habe ich das Redesign damals gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Webseite noch von ganz früher kennst, wie sie aussah. Da habe ich das Redesign für gemacht. Dann die Preise binde ich jedes Mal zur Season ein. Ich habe sogar meine Masterarbeit über LFM geschrieben. Ich habe da ein Achievement-System entwickelt, was man in dem Profil-Tab findet, wo man die ganzen einzelnen Achievements sieht und die Bedingungen, die man erfüllen muss und so. Das sollte die Fahrer dazu bringen, sicherer zu fahren und vor allem auch die Rennen zu Ende zu fahren. Also so, keine Ahnung, in 16 aufeinanderfolgenden Rennen kein Minus-SR machen, jedes Rennen kein DNF machen. Das summiert sich dann halt immer und dann kriegen sie halt diese kleine Badge. Ja. Und das war meine Masterarbeit, also wirklich die Spieler dazu bewegen, in irgendeine Richtung zu denken und sich besser zu verhalten auf der Strecke. Das war meine Masterarbeit. Das ist ja krass. Ja, und da auch großen Dank an Boris, dass er mich an dieses System ranlässt. Also es ist natürlich so sein Baby, ne? Ja. Was er da so geschaffen hat. Und der hat mir da super unter die Arme gegriffen bei dem Ganzen. Und den ganzen Backend-Kram auch vielleicht vor allem gemacht für das System. Und das war eine super Masterarbeit. Also meine Professoren waren auch sehr beeindruckt. Vor allem, du hast in so wissenschaftlichen Arbeiten musst du ja irgendwie deine Ergebnisse belegen oder irgendwie sagen von wegen, brauchst du einen Fragebogen oder irgendwas, was es dann belegt. Und meistens ist es so, dass du bei so einer Bachelorarbeit bei meiner Uni, die Hochschule Harz damals, da ging mal so Mails rum, alle Wochen mal von wegen, wir brauchen noch Antworten für diese eine Bachelorarbeit, wir brauchen noch Antworten, bitte beantwortet doch mal. Und bei meiner Masterarbeit habe ich das dann einfach auf dem LFM-Discord geklatscht und habe da fast 1000 Antworten für bekommen. Wow. Für so einen Fragebogen. Und das ist halt sehr, sehr viel für eine Masterarbeit. Und die Professoren so, what the fuck? Ja, die haben das erstmal gar nicht begriffen, was für ein Ausmaß LFM hat. Als sie dann die Masterarbeit gelesen haben und denen gesehen, dass es zu dem Zeitpunkt waren es, ich glaube, 90.000 User, die darauf angemeldet waren. Mittlerweile sind es ja schon 180.000. Ja. Also das Doppelte jetzt in einem bisschen mehr als in einem Jahr. Und die dachten sich so, Mensch, krass, das ist ja doch ein riesen Projekt, was da so
vonstatten geht. Das ist auch bei meinen Freunden immer ganz schlimm. Du versuchst denen immer zu sagen, von wegen, ich entwickle wirklich eine riesen Webseite, was da täglich so einen Traffic hat. Und die begreifen es nicht. So denken sich so, entwickelst du ein Forum für Simracing? Oder so? Weißt du, so richtig so oldschool. Ja. Das ist allgemein so ein Problem. Also meine Kumpels haben halt nicht so den Draht zu Simracing und dann auch nicht zu LFM und so. Die verstehen es nicht ganz, was das alles für ein Ausmaß hat. Was ich irgendwie schade finde. Aber ich bin da schon ziemlich stolz drauf, da so ein bisschen reingerutscht zu sein bei LFM. War auch Glück, weil LFM hat man nicht geboomt zu dem Zeitpunkt. Ich war da tausendste User oder so, Season 2. Dann bin ich da immer gefahren, bin dann ins Team reingerutscht und es ist halt so ein riesen Projekt. Und das macht schon stolz und ist auch cool. Ey, da kannst du richtig stolz drauf sein. Das ist ja mega. Also zu sagen, hey, ich habe meine Masterarbeit geschrieben mit einem der größten Simracing-Projekte, ist doch mega geil. Ja, das ist super. Also vor allem ist es auch ein Thema, was mir ja Spaß gemacht hat. Es war jetzt nicht irgendwie ein wissenschaftliches Thema, was ich mir aus dem Arm gezogen habe, da so von wegen, was mache ich jetzt in der Masterarbeit, entwickle ich irgendwie ein Spiel oder so. Aber das ist wirklich eins, womit ich sowieso einen halben Tag verbringe mit LFM. Ja. Und da habe ich halt meine Masterarbeit drüber geschrieben und die ist auch echt sehr gut. Also ich habe eine 1,7 dafür bekommen. Da habe ich mich dann ja auch in dem einen Stream so ein bisschen betrunken, das hast du ja auch bei Jansky gesehen, weil ich da über Mount Panorama gefahren bin und immer schön in die Wand gefahren bin. Es war nur ein Weizen, ich weiß auch gar nicht, warum ich so besoffen war, aber naja. Du, das sind die Informatiker-Gene, das geht schnell. Ja, gut, ich denke auch, ja. Vielleicht warst du auch einfach im Rausch, weil die Arbeit so gut war, die Note so gut war. Ja, es konnte nicht mehr klar denken. Aber das ist ja super interessant, haben denn deine Professoren bei der Abgabe, haben die das so verstanden, also dann am Ende? Die haben das verstanden, also die haben es dann... Also ich hatte zu denen relativ wenig Kontakt bei dem Schreiben der Arbeit und als ich das Thema dann denen vorgestellt habe, dachten sie sich so, ja, interessant, okay, cool. Und dann als ich dann da zu meinem Kolloquium war, also zur Verteidigung der Masterarbeit, da dachten sie so, das ist aber echt riesig. Und dann haben sie mir auch noch richtig viele Fragen gestellt, wie ist das und wie kommt die Elo zustande und das Safety Rating und wie hängt das zusammen, wie werden die Unfälle getrackt und all sowas. Und das habe ich dann irgendwie noch eine halbe Stunde danach mit denen über LFM diskutiert und draußen haben halt schon die Nächsten gewartet auf ihr Kolloquium. Haben wir erstmal überzogen. Also da waren die dann schon echt sehr begeistert von. Das ist doch mega cool. Ja, wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht. Das war ein cooles Thema. Und jetzt sind es deine Zuschauer bei Twitch? Welches? Achso. Nee, das sind leider nicht. Nee. Oh, das wäre ja noch geil. Hallo, Herr Krodonas. Ich wollte mich mal erkundigen, wie es so nach der Masterarbeit bei Ihnen aussieht. Ja. Das ist ja richtig interessant. Und jetzt sitzt du mit Boris noch da und schleifst quasi so ein bisschen an LFM rum. Ja, also wir hatten auch für die Nordic Motor Show, die in Neumünster stattgefunden hat, haben wir so eine Hotlap-Challenge entwickelt. Das haben wir schon basierend auf neuen Technologien gemacht. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viel ich liegen darf, aber wir entwickeln halt gerade sehr, sehr viel neu, auch LFM. Neu, mit neuen Technologien. Das ist so gerade meine Baustelle. Alles immer neu, also von Grund auf neu zu machen. Geil, finde ich richtig schön. Das ist gerade so mein Hauptthema bei LFM. Okay. Und dann, es geht wieder los. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie sich nicht verwirren. Krodonas an der Kamera macht zwischendurch mal ein bisschen Zoomi-Zoomi. Ich versuche mich nicht zu bewegen. Vielleicht ist es irgendwie so ein Autofokus auf irgendwas. Ja, also ich habe Krodonas seine Nippel schon gesehen heute, aber von ganz nah dran. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil deine Kamera mich so verwirrt hat. Lass mich kurz suchen. Ja, mach ruhig. Masterarbeit war es, Professor genau, der Zuschauer von Twitch. Ja, fantastisch. Danke, dass du mir den Faden gereicht hast. Und du fährst ja selber auch sogar relativ viel, wenn man sich das mal anschaut. Wie viele Rennen hast du jetzt in LFM schon? 1800 sind es ungefähr. Was? Machst du nichts anderes? Ja doch, also wie gesagt, ich arbeite noch nebenbei, Teilzeit nur. Also nur, sind 20 Stunden die Woche als auch Spieleentwickler, jetzt im Game Design Studium. Und jetzt fahre ich auch relativ wenig LFM, weil ich mich auch für die SEO vorbereiten muss. Also da geht auch viel Zeit rein. Diese Season habe ich sehr, sehr wenig im Vergleich gefahren. Und auch so Messen wie die Nordic Motor Show, das nimmt halt auch alles viel Zeit in der Woche weg. Da waren wir eine ganze Woche weg. Dann haben wir noch das Teamtreffen bei LFM gehabt, an der Nordschleife. Das war auch super cool. Auch wieder eine Woche weg.
Also gerade fahre ich recht wenig LFM, dafür viel Training und Pre-Quali und SRO am Wochenende. Ja. Wie bist denn du so in dieses ganze Sim-Racing-Thema reingerutscht? Also, mein erster gut bezahlter Job, das war 2017. Da habe ich als Entwickler bei Siemens angefangen. Und ich wollte mir von meinem ersten Gehalt was gönnen. Und dann habe ich mir eine HTC Vive gegönnt. Das ist so ein erste Generation VR-Headset. Und es hieß damals, VR und Rennfahren ist richtig geil, wenn du ein Lenkrad hast. Und ich hatte mit Simracing oder mit Motorsport nichts am Hut. Ich habe bis Anfang der 2000er habe ich NASCAR verfolgt. Okay. Damals noch mit Jeff Gordon, Dale Earnhardt und sowas. Oh, meine Kamera macht echt schon wieder Sachen. Ja, aber so, sie hat sich aber besser eingestellt jetzt. Und noch so einen kleinen Nesca von damals, von 1999. Also 2000 bis 2003 hast du dir Nesca angeguckt und du hast dir dann G29 zur HTC Vive gekauft. Genau, 2017 habe ich mir dann die VR-Brille gekauft. Genau. Und VR war auch super, super beeindruckend für mich. Also ich fand es echt abgefahren, dass diese Controller keinen Input-Lag haben. Ich dachte mir so, voll geil. Und dann habe ich Project Cars 2 war es damals, glaube ich, rausgeholt. Und weil ich, wie gesagt, Nesca cool fand, habe ich Nesca gesehen im Spiel. Dachte mir, cool, den fahre ich. Und Nordschleife habe ich auch schon mal gehört. Also Nesca von Nordschleife. Fantastische Idee. Ja, genau. Und ich hatte überhaupt keinen Plan. Bin dann da losgefahren, bin dann auf dem GP-Kurs, ist ja unten dann diese, vor Schumi ist diese, ist das eine Haarnadel? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall diese Kurve da. Und ich bin da reingefahren und das Lenkrad hat mich nicht lenken lassen. Ich habe Force Feedback nicht verstanden. Ich bin da reingefahren und dachte mir so, lass mich doch einfach lenken. Es ging einfach nicht, ich kam nicht um die Kurve. Hab's überhaupt nicht kapiert, was das von mir will. Hab's dann relativ schnell sein lassen. VR habe ich immer noch weiter gezockt, so Beat Saber und sowas, wo man mit den Lichtschwertern die Dinger da zerhaut, die Würfel. Das war bis zum ATC-Schwitzen so mein Go-To, also Beat Sabern. Und dann 2020 hatte ich irgendwie Lust, nach dem Umzug habe ich auch das Lenkrad wiedergefunden, hatte ich wieder Lust auf einen neuen Multiplayer. Und dann dachte ich mir, cool, probierst du mal Simracing wieder aus. Hab dann auch auf YouTube Marbix entdeckt, hab dann seine Videos geguckt und hab mir ATC gekauft. Dann habe ich mein erstes Rig zusammengestellt. Das war... Ich wollte erst am Schreibtisch fahren, aber mein Schreibtisch hier, der ist zu dick für diese G29-Klammern. Ja. Und auch wenn du diese Pinüppel vorhin abgemacht hast an den Klammern, hast du es da nicht draufbekommen auf den Schreibtisch. Alter, was hast du denn für einen Schreibtisch? Das ist eigentlich ein Esstisch. Ach so, das muss ja so ein Apparat sein, Junge. Das ist so ein Riesending, ja. Das ist schon... Ich sehe es gerade, ja. Holy moly, ja, okay. Und dann habe ich mir so einen Tapeziertisch genommen. Da habe ich das G29 dran gehauen. Dann auf beiden Seiten vorne habe ich so 10 Kilo Hanteln draufgelegt, damit der Tisch nicht wegfliegt. Und unter mir so ein Teppich gehabt, wo ich die G29-Pedale so eingehakt habe. Also die haben auch ganz gut gehalten. Und dann saß ich auf einem Campingstuhl mitten im Zimmer in diesem VR-Playspace und habe dann halt einfach nur VR Assetto Corsa mit dem G29 gezockt 2020. Und das waren dann, bis ich LFM entdeckt habe, irgendwann nur 200 Stunden Public Monster. 200 Stunden Public Monster. Ja. Du hast ja jetzt eine große, wie sagt man denn, Probemenge. Ist Monster Turn 1 wirklich, es ist das Ding, oder? Es ist das Ding, ja, aber es gibt auch Nürburgring T1, es gibt auch Kialami T1, also es gibt viele T1. Ja, danke, Chrono, dass du das hier nochmal bestätigst. Die Leute sagen zu mir immer, ich soll nicht übertreiben. Okay, gut, danke. Ja, es gibt so einige Strecken, aber Monster ist schon so das Beispiel, was man dann herzieht, wenn es um Tod und Verderben geht. Ja, auf jeden Fall. Also saßt du jetzt an deinem Schreibtisch, nee, nicht mal Schreibtisch, an deinem Tapeziertisch. Hast du dir den extra dafür gekauft? Nee, den hatte ich schon. Tapeziertisch hatte ich noch. Den habe ich dann irgendwo hergekramt und habe den dann mitten in meinen Raum gestellt, wie gesagt, mit dem Campingstuhl, mich da reingepflanzt und dann habe ich nur ACC gezockt. Hattest du so einen riesigen Tapeziertisch oder war es so ein kleiner? Nee, das war so ein kleiner, diese Ikea-Dinger, die man so ausklappen kann, die man halt so kennt. Ja. Ich dachte, es gibt ja die, wo du Tapeten einleimst, die halt irgendwie zwei Meter lang sind. Ich weiß gar nicht, ob es ein Tapeziertisch ist, auch vielleicht Campingtisch, keine Ahnung. Also so ein einmal, keine Ahnung, 80 Tisch ist es halt, ein kleiner. Ja, und dann habe ich irgendwann... Habe ich mit einem Stream angefangen, am 5. April 2021 habe ich mit einem Stream angefangen. Das weiß ich auch noch. Dann habe ich morgens auf Twitch, kennst du bestimmt auch noch, Arne Kuhlmann, Lehmkuhle, habe ich entdeckt.
Abgesehen, der fährt bei diesem LFM, bei dieser Liga. Und ich dachte mir, wenn ich da fahre, wo er fährt und er aufhört zu streamen und ich anfange zu streamen, kann man so vielleicht so ein paar Zuschauer abgreifen. Und da habe ich dann mit LFM angefangen. Und bis heute jetzt eigentlich die letzten 3 Jahre nur LFM. Und da bin ich jetzt dabei geblieben. Also dann von ins LFM-Team gekommen, dann zu UL, jetzt mit UL zu Rennwelten und Entwickler von LFM immer noch und jetzt Fahrer bei Rennwelten unter JP Motorsport in der SAO. Das ist ja schon eine beachtliche Geschichte, so, also die du durch hast in so kurzer Zeit. Ja, ich komme, also viele sind ja hier im Podcast und sind so super krasse Motorsport-Fans, ja, und machen das, weil sie Motorsport-Fans sind. Ich mach's nur, weil ich Bock auf einen neuen Multiplayer hatte. Hab halt nichts mit Motorsport am Hut gehabt. Wie gesagt, NASCAR bis Anfang der 2000er. Danach halt irgendwie nicht mehr so. Dann Need for Speed gespielt, halt, was man so macht. Ne? Underground 1, 2, Most Wanted, den ganzen Kram. Dann irgendwann zu Call of Duty, was man halt so als 16-jähriger Junge macht. Call of Duty zocken, Battlefield, Ego-Shooter, geil. Ja, und dann bin ich irgendwann beim Sim Racing gelandet, ohne irgendwie Interesse. Jetzt schon so ein bisschen mehr Interesse. Ich war ja auch in der Nordschleife. Ja. Aber damals halt überhaupt kein Interesse am Motorsport, einfach nur Bock gehabt auf was Neues. Und wann hast du dich dazu entschlossen, von deinem Tapeziertisch wegzugehen und dir einen Rig zu kaufen? Ich hatte mir dann, weil es mir dann Spaß gemacht hat, recht schnell so ein Placey Challenge gekauft. Ja. Also diesen Schwabbelstuhl, diese Matte halt. Das war mein erstes Rig. Dann habe ich mir auch für den Monitor, an dem ich hier gerade sitze, da hängt auch immer noch ein Monitorarm dran. Den habe ich an meinen Schreibtisch gehängt und dann kann ich darauf arbeiten und kann den halt rüberziehen zu meinem Rig. Und das ist bis heute noch so. Oh, ja, dann bin ich irgendwann von dem Placey Challenge nach einem Jahr auf einen Alu-Rig gestiegen und jetzt habe ich dann nochmal 2 Jahre später das Ding hier. Also so ein richtig dickes Rig. Du bist ja so ein richtiger, du bist ja ein energischer Schalter, ne? Du lässt ja deinen Stream auch daran teilhaben. Nicht mehr, ich hab die Schaltwippen verbannt aus dem Stream. Ist das so, ja? Ja, die sind weg, ja. Also das war ja wirklich ein Feature, das hat für mich immer dein Stream ausgemacht. Mhm. Ich habe auch letztens den Stream, was war das, mit René habe ich den Podcast geguckt, da hast du gesagt, Bild ist egal, Ton ist wichtig. Ja. Darum immer schön in die Schaltwippen hauen. Du hast ja wirklich auch alles gegeben beim Schalten, ne? Ja, ich habe auch alle Lenkräder kaputt gemacht. Ich hatte ja ein V2, das Fanatec V2. Ja. Das habe ich von der Carbonplatte abgerissen oder die Carbonplatte von dem Plastikgehäuse abgerissen. Dann hatte ich noch das GSI, GXL. Da sind mir die Schaltwippen 3-mal kaputt gegangen. Ui. Also 2-mal runterschalten, 1-mal hochschalten kaputt gegangen. Dann musste ich ja mit dem Knopf schalten. Das habe ich mir auch irgendwann angewöhnt. Ach du Scheiße. Ja, das war nicht so geil, nee. Das Mercedes-Wheel hast du jetzt aber noch, oder? Das ist noch hier, ja. Ja, okay, das lebt noch, ja. Ja, das Problem beim GSI ist, glaube ich, weil die haben ja keine, ich weiß jetzt nicht, wie heißen die, Hall-Sensoren? Ja. Beim AMG-Wheel sind es ja Hall-Sensoren und beim GSI sind es ja wirklich so kleine Klicker, so Taster. Und wenn die kaputt gehen, da war halt die Feder da drin irgendwie gebrochen oder irgendwas da drin gebrochen. Hat das da so rumgeschwabbelt, dieser Sensor. Und das ist halt 3-mal kaputt gegangen. Und das fand ich für den Preis damals schon echt irgendwie eine Frechheit. Also ich habe das Ding, mein V2 hat länger gehalten als das GSI-Lenkrad. Auch wenn das V2 irgendwann komplett auseinandergefallen ist. Das GSI hat 6 Monate gehalten und dann war es direkt kaputt. Aber hättest du noch Garantie machen können. Ja, das kann ich auch machen, aber du musst es nach Amerika schicken, um es reparieren zu lassen. Also du kannst ja nicht sagen von wegen, hier, ich würde gerne mein Geld zurückhaben und hier, go. Ich habe es ja auch schon, ich wollte es auch zu SRS schicken, aber die meinten, die würden das sowieso nach Amerika schicken, um das reparieren zu lassen. Also habe ich es dann direkt über GSI. Und dann haben sie mir auch erstmal die Sensoren selbst geschickt, damit ich weiterfahren konnte. Und dann habe ich es selbst repariert zu Hause. Ja, ja. Und dann ging es auch wieder. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen nervig. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber du scheinst ja ein sehr energischer Fahrer zu sein, wenn du so viele Lenkräder kaputt kriegst. Ja, ich habe irgendwie die blöde Angewohnheit, sehr verkrampft zu fahren. Und vor allem, wenn ich einlenke, dann ziehe ich an der rechten Seite. Und an der linken Seite drücke ich irgendwie ins Lenkrad. Oh. Und ich versuche mir das immer irgendwie abzugewöhnen, aber wenn ich wirklich so im Fokus bin, vor allem SRO, und wenn du dann da, ne, ja, dann darauf zu achten, nicht zu verkrampfen, ist irgendwie schwierig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sieht man aber auch bei dir beim Fahren hier oben immer. Mhm. Dafür mache ich das. Ach so. Ja. Das sieht man bei dir hier oben halt wirklich sehr energisch, wenn du anfängst zu bremsen, schiebt sich der ganze Brustkorb so nach oben und dann wird gezogen.
alles Taktik. Ach so, nice. Bringt das denn was? Also hast du schon mal finanziell eine Unterstützung gekriegt dafür? Ja, OnlyFans kommt bald, ja. Fantastisch, großartig. Ja, das Problem dabei ist, dass ich, ich habe auch dadurch, glaube ich, ziemlich große Schmerzen in den Pfoten. Wenn ich morgens aufwache, dann kriege ich meine Finger nicht mal richtig auf und alles ist eingeschlafen und brennt. Also ich habe, glaube ich, ziemlich krasses Karpaltunnelsyndrom und ich versuche das immer zu dehnen und all sowas. Und jetzt geht's gerade wieder. Aber wenn du wirklich 2 Wochen am Stück reinschwitzt, dann habe ich morgens so die Schmerzen bei dem Ding. Und darum versuche ich mir auch, das Verkrampfen irgendwie abzugewöhnen. Oh. Oh, ja. Du, aber witzigerweise, ich hatte sehr lange Schulterschmerzen. Also so richtig doll, so hier Nacken rein bis ins Ohr. Und ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich Tim Heinemann kennengelernt habe und wir haben das ganze Ding komplett auseinandergenommen, da hinten. Also von oben bis unten alles neu gemacht. Ich sitze da drinnen jetzt aktuell wie so ein Flabber, wie so ein Flabbi-Bär. Weil du dich überhaupt nicht mehr anstrengen musst. Ja, das müsste ich vielleicht auch mal machen. Also ich komme jetzt mit der Position echt gut klar, aber ich weiß nicht, ob es 100%, ja, es ist bestimmt nicht gut, weil meine Hände tun ja weh. ob es allein vom Verkrampfen kommt oder ob es die Position ist, ich weiß es nicht genau. Darum müsste ich das vielleicht auch nochmal austesten, das anders auszurichten. Ja. Aber es ist schon blöd, wenn du nach 2 Wochen morgens aufwachst und du kriegst deine Finger nicht mehr auf und alles ist eingeschlafen und brennt wie sonst was. Vor allem bist du ja noch super jung. Warte mal ab, wenn du älter wirst, was wird ja richtig scheiße. Ja, ich bin jetzt auch 30 geworden. Ja, na komm mit, also. Das geht ja, da kommst du ja gerade in die Blüte deines Lebens. Ah, okay. Ja, das ist der geilste Geburtstag. Ja, war ganz lustig, ja. Naja, siehste. Wie bist denn du jetzt dann da so reingerutscht in das E-Sports-Ding? Also ich wollte SEO wollte man schon immer mitfahren. SEO war ja so das Ding in ACC. Und es war auch irgendwie immer mein Ziel, mit einer SEO mal dabei sein zu können. Dann haben wir das auch bei LFM versucht damals, aber wir waren bei LFM nicht ganz so kompetitiv. Und dann, dann wollte ich einfach zu einem Team, was vor allem auch den AMG kennt. Und dann geht man natürlich zu UUL, da habe ich da angefragt und habe mit René gesprochen und mit Basti gesprochen damals noch, ob sie denn Lust darauf hätten. Ja, und dann haben sie gesagt, warum nicht, können wir gerne machen, du bist ja gar nicht so lahm. Und seitdem kriege ich Coachings von Basti. Es sind super Coachings. Also Basti ist so ein cooler, ruhiger Typ. Der macht das super mit den Coachings. Der gibt dir also eine Nordschleife, als sie rausgekommen ist, habe ich, glaube ich, irgendwie ein 4 Stunden Motec-Coaching bekommen. Und die wussten ganz genau, wo du rüberfahren kannst. Die fliegen dann die Curbs rein. Also mit dieser Free-Kamera fliegen sie in die Curbs rein. Dann sehen sie ganz genau, welche Pixel da irgendwie so eine Einkuhlung ist oder was auch immer. Und dann sagen die ganz genau, da darfst du rüberfahren, da darfst du nicht rüberfahren und all sowas. Also das schon sehr, sehr abgefahren. Und das in der ersten Woche, als die Nordschleife rausgekommen ist. Da schon ganz genau, was geht und wo was nicht geht. Okay. Ja, und so bin ich dann zu UL gekommen, habe da einiges gelernt. Und jetzt ist es ja auch meine erste Season in der SRO als Silverfahrer, da an der Silver Class mit JP Motorsport. Ich bin da halt einfach so reingerutscht. Ich fahre halt wirklich jeden Tag und trainiere sozusagen auch dann jeden Tag, bin nicht so lahm und dann bin ich da einfach reingerutscht. Wie hältst du dich gerade so in der Silberklasse? Wir sind im letzten Rennen sind wir P8 geworden in der Silberklasse. Das war ganz cool. Mit der Pace war ich auch sehr zufrieden. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Jetzt kommt Indianapolis, also das ist so eine Strecke, die bin ich seit einem Jahr nicht mehr gefahren. Das ist schon wieder schwierig. Du musst ja auch in der SRO, musst du, um in die Quali am Freitag zu kommen, musst du in dieser Woche jetzt, von Montag bis Donnerstag 18 Uhr, gibt es ein Pre-Quali. Und wenn du in den Top 20 landest, dann kann sich die Top 20 nochmal untereinander qualifizieren am Freitag. Ja. So, und dann versuchst du jetzt die ganze Woche von Montag, also von vorgestern bis morgen, versuchst du da irgendwie in diese Top 20 reinzukommen. Letztes Mal war es ein halbes Zehntel von P1 bis P20. Und dann sind das auch Zeiten, dann sind das auf Spa sind das dann 14-9er auf P1, weißt du, und dann musst du da auf die 15-0, 15-1 kommen, denkst dir so, meine Güte. In Silber? Nicht in Silber, das ist ja das komplette Feld, was ich dann in die Top 20 qualifizieren muss. Für uns in der Endwertung ist nur Silber natürlich wichtig, aber für die Quali, damit wir auch einen guten Platz irgendwie am Start haben, musst du trotzdem overall in die Top 20 reinkommen. Und das ist... Also auf Spa war es dann nicht so wichtig, ist ein 24-Stunden-Rennen, ja. Das geht.
Aber jetzt auf Indianapolis mit 8 Stunden oder das nächste Rennen 3 Stunden auf Red Bull Ring, da willst du dann schon relativ weit vorne sein, weil überholen ist da halt nicht so. Ja. Und dann ist das ziemlich, ziemlich schwitzig. Also die Hotlappen, das bricht ein. Müssen denn alle aus dem Team das machen oder nur einer? Alle. Also es ist dann so ein Durchschnittswert, der dann berechnet wird. Ach du also Scheiße. Da muss wirklich, alle drei Fahrer müssen es irgendwie auf die gleiche Zeit schaffen. Und jetzt lass mich raten, du bist der langsamste Fahrer auf dem Auto? Gerade nicht, gerade bin ich noch der schnellste. Ah, okay, gut. Weil das wäre ja richtig wild. Ja, das tat mir auch in der Pre-Quali zur Teilnahme der SO auch ein bisschen leid, weil wir wollten eigentlich einen Ferrari fahren. Ich als AMG-Fahrer, weil ich mit dem Ferrari eigentlich immer schneller bin. Und beim Ferrari gab es halt super viele Teams, die den auch fahren wollten. Und dann waren es bei uns zum Schluss, waren es irgendwie 400stel, die uns davon, die uns rausgekickt haben. Es dürfen nur drei Teams pro Fahrzeug sein. Oh. Also wenn es 3, 2, 9, 6 Teams gibt, dann gibt es kein viertes mehr, auch wenn die super schnell sind. Ja. Weißt du, und dann mussten wir uns irgendwie in die Top 3 qualifizieren und dann waren es zum Schluss 400stel, die uns davon getrennt haben. Und dann, weil keine Sau AMG gefahren ist, sind wir dann eine Stunde vor Pre-Quali-Schluss in den AMG gegangen, eine Sekunde off-pace und sind dann halt direkt reingekommen. 2 Wochen reingeschwitzt, 2 Wochen komplett reingeschwitzt mit dem Ferrari. Ich bin meine absoluten Bestzeiten gefahren, 15, was weiß ich, 2 auf Spa. Krass. Und 57,4 auf Suzuka. Und trotzdem hat es nicht gereicht mit 400stel. Ja gut, das ist halt, SRO ist eine andere Leistungsdichte, ne? Ja, das hast du ja auch bei der VM gesehen in den Pre-Quali, wie eng das dann noch wurde zum Schluss und so. Also das ist, da habe ich dann auch zum Schluss reingeschwitzt und dann haben die ja auch da Gebumpdraft und Windschatten gegeben gleichzeitig auf den Pre-Quali-Servern, die Leute. Durfte man natürlich irgendwie nicht und das ist dann auch aufgefallen zum Schluss, aber es war ganz wild. Boah, jetzt stell dir mal vor, Paul Ricard, und du würdest das in iRacing machen, wo du ja Bumpdraften kannst, wie Hulle. Mhm. Alter, das wäre wild. Oh. 150. Ja, da bist du ja wirklich 350, ole ole, gib Gas, Junge. Aber das ist halt so das Geile an Paul Ricard, ne? Also bist du Paul Ricard-Fan? Mittlerweile, durch Basti, ja. Ja. Also Basti hat mich ja gecoacht, ich fand sie komplett, ja, blöd. Ja. Ich habe sie gehasst, diese Strecke, vor allem, weil es immer so Kurven sind, wo du so einen richtig, richtig späten Apex hast. Mhm. Und dann siehst du bei so einem Single-Screen manchmal auch nicht, wann dieser Apex kommt. Dann fährst du da mal rein und denkst dir so, ah, vielleicht jetzt. Und dann kommt er irgendwann. Und ich habe sie gehasst deswegen. Und dann hat mir Basti die beigebracht, wieder mit seinem 3-Stunden-Motec-Coaching. Ja. Und seitdem finde ich die auch super geil. Im AMG fahre ich die auch gerne. Du musst halt nur im zweiten Sektor oder im letzten Sektor super viel rausholen, weil der auf der Geraden keinen Topspeed hat. Du musst den immer in den Kurven wegfahren. Und dann auf der Geraden, auf dem Ferrari musst du, glaube ich, eine halbe Sekunde haben, sonst überholt er dich. Das ist ganz wild. Aber sonst macht es Spaß. So auf eine Runde macht die mir Spaß. Im Rennen ist dann immer am Start, vor allem, wenn noch alles super nah beieinander ist. Dann wirst du einfach gefressen und dann bist du am Arsch. Ja, das stimmt schon. Ja. Das stimmt. Was sind so deine Ziele für SRO? Hast du dir da mal drüber so Gedanken gemacht oder ist erstmal für dich so, ja, ich möchte erstmal teilnehmen und fahren? Also vor allem erstmal teilnehmen und fahren. Top 10 sollte schon irgendwo drin sein in der Silver Class, denke ich. Und vor allem es selbst nicht verkacken. Also ich will es dem Team nicht verkacken, so, weißt du? Darum finde ich es auch in der Pre-Quali dann schwierig, so der langsamste Fahrer zu sein. Da finde ich immer so, ach Mann, weißt du, das ist jetzt bin ich schuld, dass wir nicht in die Pre-Quali kommen oder nicht in die Quali am Freitag. Darum versuche ich immer jetzt, also ich schwitze jetzt auch im Stream immer die ganze Woche einfach nur für mich im Hotlapping da rein. Fahr fast gar kein LFM mehr, wie gesagt. Also einfach erstmal mitfahren, ist vor allem nicht im Rennen verkacken, keine Warnings sammeln, das ist ganz, ganz wichtig. Und halt eine gute Leistung bringen. Eine konstante Leistung, das ist so mein Ziel. Ich weiß, ich weiß, wo ich herkomme. Ich bin erst seit 3 Jahren dabei. Ich bin jetzt in der SRO das erste Mal. Klar, dass ich nicht kein Tobi Pfeffer bin, kein Niklas oder so. Und da sind noch 3-4 Zehntel schneller als ich pro Runde. Also es ist abgefahren. Ich weiß nicht, wo sie diese Zeit finden. Also Basti erklärt es mir. Aber das dann auch umzusetzen und so, das ist dann ganz wild. Mhm. Also einfach nur konstant mitfahren und es halt einfach nicht so hart verkacken. Das ist mein Ziel in der SRO. Wer sitzt denn bei dir noch mit auf dem Auto? Jonas Rech, Luca Merritt und Raphael Hansen war letztes Mal dabei. Alle von Rennwelten, so Rennwelten Academy. Ah, okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, die sind mir jetzt so per se noch nicht bekannt, aber geil.
Ja, das ist ja dieses UL Rennwelten Academy von damals. Jetzt fusioniert natürlich, weil wir auch bei Rennwelten sind. Ja. Aber die sind jetzt auch dabei. Also ich bin jetzt nicht mehr mit den UL-Leuten auf der SAO zusammen sozusagen, sondern eher so mit den Rennwelten-Boys. Aber wir sind jetzt alles die Rennwelten-Boys. Also das passt cool. Schon. Ja, auf jeden Fall. Aber da hast du aber auch in 3 Jahren ganz schöne Karriere hingelegt, wenn du mal ehrlich bist, oder? Hast du schon mal sich so hingesetzt, so abends in einer ruhigen Minute und das mal sacken lassen, was so in 3 Jahren passiert ist? Ja, ich denke da manchmal drüber nach. Ich denke mir, man muss sich mal ein bisschen selbst loben dafür, was man so geschafft hat. Auch mit dem Stream, weil der läuft ja auch relativ gut. Ne? Das hätte ich auch nie gedacht, dass es mal so gut läuft. Auch mit dir jetzt hier im Podcast zu sitzen. Also ich habe dich ja früher auch geguckt auf Twitch, habe ich auch gesehen, der große Dizzy und so. Und dachte mir so, mein Gott, ui, und jetzt sitze ich hier im Podcast mit dir. Das ist schon sehr cool. Aber wenn du so mit Niklas und Tobi und so trainierst, dann ist das schon ziemlich deprimierend, sage ich mal. dann fühlst du dich wie die größte Gurke. Ja. Also fühlst dich echt wie die größte Gurke. Aber wenn man es im Vergleich sieht, dann ist man gar nicht so eine krasse Gurke. Darum muss man es halt auch irgendwie mal so in Relation sehen. Also ich bin mit meiner Leistung super zufrieden, dass ich in der SAO mitfahren kann. Und so, das ist in 3 Jahren also super, finde ich cool. So ohne Motorsport-Erfahrung nichts. Ich bin da kein Kart gefahren, ich habe gar nichts gemacht. Ja. Bin einfach nur hier, habe mich hier reingesetzt und hatte Bock auf irgendwas Neues. Ja. Hast du so einen Moment, der dir im Kopf geblieben ist mit den Jungs, wo du wirklich gesagt hast, okay, Maga, ich bin eine richtige Pfeife? Oh, ja, wir hatten der zweite World Cup von der VCO, da bin ich mit Michi Tauscher und Niklas gefahren auf dem Lambo. Also Boah. Da wurde ich dann richtig hart in den Rucksack gesteckt. da waren wir auch auf P2, glaube ich, und hinter mir war Keretzkas. Und dann bin ich, wir mussten den Lambo TCO fahren, das war auch mein erstes Rennen, wo ich ein Auto mal wirklich TCO fahren musste. Und hab mich dann halt so richtig dumm auf TCO weggespinnt. Und dann den zweiten Platz verloren. Das waren so, die ersten, da bin ich gerade zu UL gegangen, dann direkt World Cup. Und dann schon einmal weggespinnt. Dachte mir so, oh mein Gott, blöd. Blöd. Blöd, ja, das war, ich hab auch geschwitzt ohne Ende, weißt du. Niklas und Michi vorne halt so, und ich da so, oh, scheiße. Ich glaub, richtig anstrengend. Ich glaube, bei Niklas erkennt man das einfach nicht, der sieht immer gleich aus. Ja, stimmt, das stimmt, der hat keine Emotionen. Ja, das ist einfach nur ein Stein. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte aber auch, Entschuldigung. Ja, also welcher Moment mir aber so abseits vom Simracing am meisten irgendwie im Gedächtnis geblieben ist und welchen ich richtig cool fand, war jetzt im Mai diese Nordic Motor Show, wo man so wirklich als Team zusammen das erste Mal, also viele haben sich auch in Real Life noch nie gesehen von LFM und wir waren dann auf einer Nordic Motor Show und haben mit Case King zusammen so diesen Stand veranstaltet. Da habe ich mit Boris die Software für entwickelt, für die Hotlap Challenge. Dann hast du auch deine Software auf dem Fernseher gesehen, dann waren die ganzen besten Listen und so, die durchgescrollt sind und all sowas. Hast die Leute davor gesehen, wie die da drauf gezeigt haben, so guck mal, bin ich noch in den Top 50? Ich habe das halt bei den Top 50 abgecuttet, weil das wird irgendwann zu lang mit der Liste. Dann standen die davor, haben die halt deine Software angeguckt, du hast diese Rigster betreut und so. Und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich dachte mir nicht, dass ich da so Lust drauf habe, weißt du, vor allem mit Menschen zu arbeiten, auch klingt blöd, aber dann so Leute im Rig zu betreuen und so, aber das war auch cool. Also dieses ganze Wochenende, das hat richtig Bock gemacht, diese Messe da zu veranstalten. Und das ist mir auch vor allem im Gedächtnis geblieben. Und überleg mal, es sind 3 Jahre erst. 3 Jahre, ja. Was du in 3 Jahren schon gemacht hast. Gleich mit LFM, ne? LFM ist ja auch so geboomt. Ich weiß nicht, ob Boris das jemals so erdacht hat, dass es so groß wird. Er dachte sich auch so, guck mal, wir sind auf einer Messe, weißt du, wir sind jetzt alle zusammen auf einer Messe mit Case King, wir haben jetzt hier so einen fetten Stand und wir machen das halt einfach, weißt du, und das war immer voll, dann Zappi auf der Bühne, der da rumgelabert hat, wie er rumlabern kann halt. Ja. Das war so cool, das hat mir so Spaß gemacht. Ja. Es wird nicht weniger, würde ich sagen. Es wird ja, LFM wird ja immer größer und das ist ja schon eine Institution, könnte man sagen. Es ist auch schön zu sehen. Ich freue mich sehr für Boris und alle Beteiligten. Mhm. Das ist wirklich eine fantastische Sache. Und ich freue mich sehr auf AMS. Oh. Ich freue mich, ich hoffe, das funktioniert alles. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich habe es jetzt auch mal angeschmissen und getestet. Und ich finde es, also allein schon, wenn du dich ins Auto setzt und du machst den Motor an und dein ganzes Lenkrad vibriert. Ja. Das fand ich schon wild. Und dann auch dieses dynamische Regen. Du hast ja vielleicht in Sektor 1 regnet es, in Sektor 2 und 3 vielleicht nicht. Und dann hatten wir mein erstes Rennen, dann auch mit Boris und so, sind wir auf Mount Panorama gefahren, voll Regen, warum auch immer. Danke, Boris, so. Und dann hat es irgendwann aufgehört zu regnen.
Und dann bin ich die Gegengrade vom Berg runtergefahren. Und dann habe ich mich neben Kevin gesetzt und dann habe ich eine Pfütze gesehen. In ACC siehst du ja keine Pfützen. Du musst wissen, wo diese Pfützen sind. Du siehst sie nicht. Ja. Und dann habe ich diese Pfütze gesehen und dachte mir so, huh, was passiert jetzt, wenn ich da drüber fahre, wenn ich da drauf anbremse, passiert da was? Und ich hab davor gebremst, bin dann über diese Pfütze geschlittert, komplett Aquaplaning und bin halt in dieses Kies reingerutscht. Und das war so beeindruckend für mich, weil ich halt nur ACC kenne. Ich bin nur in dieser ACC-Bubble gefangen. Und du hast so viel mehr Features in AMS-2, auch das ganze Auto geht kaputt, hier fliegen Reifen weg. Wenn deine Aufhängung kaputt ist oder orange ist, du fährst auf einer Geraden, auf einmal fliegt dir der Reifen weg. Ja. Das ist so cool, also darum, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, Automobilista ist schon über die Jahre sehr gewachsen. Also ich bin sehr gespannt, was das wird jetzt mit einem funktionierenden Multiplayer, weil es halt eine sehr schöne Alternative für die Menschen, die nicht unbedingt iRacing fahren wollen, mit der Menge an Content und Fahrzeuge. Das wird mega geil. Also da sehe ich mich selber auch wieder. Dann LFM cruisen. Wenn das, ich auf jeden Fall auch. Ja. Ja. Ist auch cool, dass die Entwickler dann halt auch auf LFM zugekommen sind. Ne? Das ist dann auch nochmal so der nächste Step, dass wirklich mein Entwickler zu LFM kommt und dann mit denen kooperiert im Multiplayer. Das ist auch nicht so normal. Es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur schlau. Eigentlich schon, ja. Es ist eigentlich nur schlau, wenn du eine Basis hast, ne? Die LFM ist ja eine fantastische Basis und das gegeben ist und die sich sagen, okay, ey, wir haben keinen funktionierenden Multiplayer, das fehlt uns noch so ein bisschen, lass uns doch mal mit Leuten reden, die viel Erfahrung mit Multiplayer haben. Mhm. Das ist doch eigentlich, ist doch geil. Sitzt du da auch drin und fummelst da drin rum? Wer weiß. Aha, okay, gut. Das ist so dieses, wir müssen das noch unter Verstoß halten. Okay, akzeptiert. Mhm. Ich bin gespannt, wann das kommt. So, ich hoffe, das kommt bald. Zu TM, ja. Es ist aber auch geil, was es alles so aktuell gibt. So, LMU ist auch super fantastisch. Also ich hoffe, dass das noch, also dass das reift quasi. Jetzt Automobilista 2 mit dem Multiplayer dann. AC kommt noch. Ja, ich bin auch gespannt. AC Evo kann man jetzt auch schon auf Steam wishlisten. Kannst ja auch schon die Screenshots dazu sehen. Auf manchen Screenshots sieht man auch eventuell schon eine dynamische Regenlinie. Ui. wer weiß. Es sind halt Bilder. Es sind Bilder, ja, genau. Es sind einfach Bilder. Da muss man, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein. Also gerade weil, naja, you know, alles geschönt werden, ja. Eben. Das, wenn du ein paar Jahre schon Computerspiele spielst, dann ist das so. Ja, man kriegt es mit, ja. Ja. Ich weiß ja auch nicht, Ares ist jetzt auch weggegangen von ACC oder von Kunos generell. Ja. Der war ja für die Physik zuständig, glaube ich. Es hat auch die Frage, wen gibt es dann Neues? Wird es dann immer noch so gut, wie es derzeit ist, oder ist es gut bei den ACC? Ich weiß es nicht. Ich finde es ja cool, dass ich jetzt mit AMS2 wirklich mal was Neues probiert habe, auch eine neue Physik kennengelernt habe. Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich in dieser ACC-Bubble, gerade auch durch diesen E-Sport-Aspekt, den ich jetzt so betreten habe, so ein bisschen gefangen bin, dass ich da jetzt halt so reinschwitzen muss. Also was Neues ausprobieren ist ja eher schwierig, gerade in der SAO-Zeit. Ja. Was halt irgendwie schade ist. Da macht es mir halt richtig Spaß. Also dieses AMS2, da hatten wir ja alle keine Erfahrung mit bei LFM, so richtig. Als wir es dann getestet haben, ist halt jede Runde schneller geworden. Ich habe jede Runde was entdeckt. Das ist wie Kartfahren. Wenn du so eine neue Kartstrecke fährst, dann entdeckst du jede Runde was Neues. Und das war so cool. Du bist in jede Runde irgendwie so eine halbe Zehntel oder eine halbe Sekunde sogar schneller geworden. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Nicht dieses maximale Reinschwitzen aufs letzte Zehntel gehen, sondern einfach mal Spaß haben. Und mal fahren, so, weißt du, das hast du in ACC mittlerweile irgendwie fast gar nicht mehr. Ja, das habe ich mir auch letztes Jahr, als der ACC-Patch kam, habe ich mir auch gesagt, ey, ich möchte mich wirklich davon lösen, nur noch eine Sache zu fahren. Weil das ist, irgendwann nimmt dir das den Spaß an der Sache. Ja, das ist jetzt mit der SAO halt ein bisschen unglücklich. Ja, natürlich, klar. Also wenn man den Aspekt, darfst du halt nicht außen vor lassen, ne? Logischerweise. Aber SAO ist ja auch nicht das ganze Jahr über. Also. Ja, das ist jetzt, ich finde es ein bisschen krass, dass es so kurz getaktet ist. Es sind ja wirklich alle 2 Wochen ein Rennen. Ja. Jetzt bis August, dann haben wir einen Monat Pause und dann wieder alle 2 Wochen ein Rennen. Und dann bist du in der ersten Woche bist halt am Vorbereiten fürs Rennsetup. Dann fährst du das Rennsetup eine ganze Woche und dann kommt wieder diese besagte Pre-Quali, wo du die ganze Woche für diese Pre-Quali reinschwitzen musst. Also du hast halt eigentlich gar keine Zeit mehr für was anderes.
ist die ganze Zeit reinschwitzen, nur für dieses eine Rennen, was dann in 2 Wochen ist, was vielleicht in einer Sekunde vorbei sein könnte, wenn irgendwas passiert. Ist das, ich meine, ich habe ja jetzt mit Niklas und Nils und ne, den Leuten schon gesprochen. Ist das für dich Stress so? Also nimmt dir das auch so ein bisschen den Spaß? Vor allem dieses Pre-Quali-Format nimmt mir den Spaß, dieses Hotlappen und auf die letzte Zehntel gehen. Vor allem, wenn man es dann im Delta hat und dann kriegt man es nicht rum. Und dann kriegst du es die nächsten 50 Runden auch nicht rum. Und dann, das nimmt schon irgendwo den Spaß. Du siehst es auch auf Twitch, wenn ich streame und einfach nur für mich so Hotlappe, dann sind so 30% der Zuschauer sind nicht mehr da. Weil das halt kein Content ist. So. Also ich könnte jetzt hier Off-Season mit einem Porsche Cup Multiclass Content generieren und das würde halt viel besser ankommen. Also es ist für Streamen so wie für mich halt schon irgendwie Stress. Einfach nur dieses Hotlappen. Aber dafür finde ich, für das eine Rennen, wenn das Rennen dann anfängt am Samstag, dafür lohnt es sich irgendwo. Weil allein dieses komplett fokussiert sein Stint runterfahren, das hast du in keinem anderen Spiel so. Dieses wirklich in seinem Film sein, sich drauf zu konzentrieren, das ist so ein geiles Gefühl. Jede Runde versuchen, perfekt zu treffen, auch wenn ich, wie gesagt, 3 bis 4 Zehntel von Tobi und so weg bin. Ja. Aber so in meinen Sphären das zu hinzukriegen, das macht schon richtig Bock. Und das, finde ich, macht am meisten Bock im Simracing, dieses Endo-Fahren, wirklich reinschwitzen, fokussiert sein, im Film sein. Das ist einfach geil. Mir macht das richtig Spaß. Das kann ich nachvollziehen, aber ich würde mich ungern 2 Wochen vorbereiten für ein Rennen. Ja, gut. Da sehe ich mich nicht. Ja, das musst du leider machen, ja. Naja, gerade bei SAO, da geht es ja auch ein bisschen um Geld, nicht? Also. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir den Anspruch haben. Also wir müssen ja mindestens Top 10 werden oder so. Ja. Um Preisgeld zu bekommen. Den Anspruch, wie gesagt, mein Anspruch ist es jetzt nicht unbedingt P1 zu werden, sondern einfach nicht komplett langsam zu fahren, sondern konstant zu fahren. Und es nicht fürs Team zu verhauen. Das ist so mein Anspruch. Und dafür muss ich dann halt auch 2 Wochen trainieren. Ja. Ja. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob du dieses E-Sports-Ding nach der SRO noch weiterverfolgen willst? Ja. Also ich habe ja halt diese 3 Schienen, in die ich gehen kann. Das ist einmal der Stream, also dieses Casual einfach streamen, ja. Spaß haben, worauf ich Bock habe. Dann das E-Sport-Ding, wodurch der Streamer halt wieder leidet irgendwie, weil ich dann nur Hotlappe und keinen Content produziere. Und dann habe ich halt LFM. Also LFM will ich auf jeden Fall weitermachen, Boris da helfen. Und das ist halt eine mega Chance. Auch wenn ich später beruflich, wenn du sowas im Portfolio hast, das ist einfach so geil, so eine riesen Webseite zu haben, die dann auch richtig funktioniert und so. Ja. Das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und darum muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich nochmal SAO fahre. Doch, bestimmt. Ich habe schon Bock. wer weiß, wenn SAO nächstes Jahr anfängt, wenn es die noch gibt, die SAO, habe ich ja nochmal ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr mehr Training. Vielleicht bin ich ja dann wieder schneller und brauche dann doch gar nicht mehr so viel Training. Wer weiß. Aber ich finde es schon stressig, ja. Auf jeden Fall LFM werde ich fokussieren, diese Entwicklung, den Stream auch. Und E-Sport, mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht. Das ist eine schwierige Entscheidung, ne? Oh, ja. Ich würde mich in den Arsch beißen, wenn ich nicht wüsste, wo es mit dem Stream hingeht. Weil der läuft ja relativ gut. Ja. Mit Stream kannst du halt nebenberuflich Geld verdienen. Mit E-Sport halt nicht, vor allem ich nicht. Also ich habe da keine Ambition, da muss der P1 werden in der SO, um irgendwie da Geld rauszukriegen, gefühlt. Darum auf jeden Fall Stream weitermachen, LFM weitermachen. Das sind halt wirklich so Perspektiven, die man dann noch, die gut sind, sage ich mal, neben meinem Teilzeitjob. Neben meinem Teilzeitjob? Das ist halt einfach noch neben meinem Teilzeitjob. Meinem eigentlichen Job, der mir mein Essen in den Kühlschrank bringt. So. Genau, ja. Das ist halt auch gut, dass ich einen Teilzeitjob habe. Weißt, ich kann immer noch Zeit in Stream, in LFM reinpumpen. Ja. Und einen Teilzeitjob, ich weiß gar nicht, ob, wenn du so einen Vollzeitjob hast, das ist dann schon schwierig, dann da noch Zeit reinzupumpen nebenbei. Ich finde es auch schwierig von ganz so ganz vielen Themen am Tag immer zu wechseln. Also ich bin ja morgens da Spieleentwickler in der Uni und dann komme ich nach Hause, ich stream dann meine 4-5 Stunden und abends mache ich am besten noch was für LFM. Und dann habe ich noch eine Beziehung, weißt du, die soll ja auch nicht drunter leiden. Und das ist dann immer schwierig. Darum, Teilzeit ist schon gut, aber es ist trotzdem sehr, sehr viel, was man so über den Tag machen muss. Ja.
Schwierig, ja. Ja, das Leben kann manchmal hart sein, du. Das ja, ich bin, wie gesagt, ich bin, hart ist es nicht unbedingt. Ich finde, es ist schon ein Geschenk, dass ich Teilzeit arbeiten kann, ja, dadurch gut verdienen kann und dann immer noch nebenbei so mein Hobby sozusagen so ein bisschen zu meinem Beruf machen kann und gucken, wo es hingeht. Hätte ich keinen Teilzeitjob, könnte ich das nicht machen. Darum finde ich, bin ich eigentlich, hat es mich ganz gut getroffen. Und darum schön Zeit reinpumpen und versuchen, dann das Beste draus zu machen. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass dich diese Konstellation mit, sag ich mal, den vier großen Säulen in deinem Leben sehr stressen, wenn du Content machst? Es gibt auf jeden Fall Tage, wo ich nicht so viel Lust auf Stream habe. Oder wenn du den ganzen Tag, vor allem montags und dienstags, arbeite ich recht viel, damit ich viel zur Arbeitszeit abzwacken kann. Wo ich dann schon viel gearbeitet habe, eventuell viele Meetings habe und dann halt nicht mehr so ganz so, ja, ganz so schnell im Kopf bin und dann auch noch nebenbei zu reden mit dem Chat und sowas. Da habe ich dann manchmal nicht ganz so viel Lust zu streamen, mach's dann trotzdem. Also schon ist es dann ziemlich stressig. Meine Freundin ist da ziemlich nachsichtig. Die findet es auch ganz gut, wenn ich den ganzen Tag nicht da bin. Die muss nämlich auch viel arbeiten. Die entwickelt auch gerade ein Spiel und ist auch bald auf der Gamescom mit ihm Spiel. Oh, cool. Ja, das ist echt, echt cool, was die da macht. Darum muss sie auch viel Zeit reinstecken. Also passt das, beziehungstechnisch passt das auf jeden Fall. Aber ja, dieser Themenwechsel, den finde ich halt irgendwie schwierig. Ich schaff's mal relativ langsam von einem Thema ins nächste zu kommen. Also diese Spieleentwicklung, nach Hause kommen, was Essen zu machen, dann kurz was gucken, dann versackt man so ein bisschen. Ja. Und dann wieder aufzustehen, sich ins Rig zu sitzen, dann voll fokussiert irgendwelche Rennen zu fahren, nebenbei noch mit dem Chat zu reden und dann abends im besten Fall noch was für LFM zu machen. Also und wieder programmieren, anderes Projekt. Ist dann irgendwie, ja, ist schwierig, sage ich. Aber es ist machbar irgendwo. Sind das so die Tage, wo du bei Jansky landest? könnte sein, ja. Könnte sein. Ja, es sind meistens die Rennen, wo ich manchmal so ein bisschen ausfällig werde, aber es ist auch wirklich nur die Situation. Es ist nicht so, dass ich irgendwie Streit mit den Fahrern habe oder dass ich sowieso immer mit denen mich in die Haare kriege. Es ist einfach die Situation. Und dann rutscht mal was raus, aber danach entschuldige ich mich meistens und sag auch schon im Stream so, oh, sorry, hab ich das nicht so gemeint. Huch. Ich erinnere mich nämlich an eine sehr junge Szene auf Watkins Glen. Kannst du dich noch erinnern? Mit so einem Porsche, meinst du? Ja. Ja, dazu kommt, mit dem jeweiligen Fahrer, der da in dem Porsche saß, da waren wir die Woche davor, am Samstag, auf Suzuka in der SAO. Und der war da auch schon ziemlich wild unterwegs. Sogar so wild, dass er fürs nächste Rennen eine Quali-Sperre bekommen hat. Mm. Und dann macht er das Gleiche wieder auf Watkins Glen. Und dann, und da lief es gerade gut für mich, weißt du, in dem Rennen, das war Pro Series, da läuft es häufig nicht gut. Ja. Dann läuft es mal gut, dann will ich dagegen halten und dann passiert halt das, was passiert. Und dann überholt er auch noch den nächsten mit einem Stupser und so. Und dann dachte ich mir, meine Güte. Und dann stellt er sich auch noch in die Ideallinie, weil er abstellen will. Nee. Ich habe mir die Szene wirklich zweimal angeguckt. Ich denke mir so, Mensch, Krodonas, was ist hier los? Ole, ole. Ich bin eigentlich ein ganz netter. Also, eben. Ich. Deswegen, also ich habe dich ja, also ich gucke deinen Stream auch immer so ein bisschen, naja, im Hintergrund. Ich nehme nicht so viel am Chat aktiv teil und denke mir halt immer so, wenn ich so Jansky sehe, wo kommt denn das jetzt her? Der ist so eigentlich gar nicht so. Aber das die Summe macht. Die Summe macht. Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist das dann einfach so alles, was in einen Pott geworfen wird und dann ist so. Bruch. Genau, ja. Aber ich finde es wirklich sehr interessant, mal zu hören, dass du ja so viel jonglierst in so kurzer Zeit. Also, wenn du jetzt wirklich mal, was ich vorhin schon sagte, das auf 3 Jahre runterbrichst, was du für 3 große Säulen gerade hast. Und du halt einfach dann immer noch auf die Schnapsidee kommst zu sagen, naja, E-Sports, da sehe ich mich jetzt eigentlich auch noch drin. Geil, Alter, da sweat ich jetzt auch noch mit. Ja, weiß nicht, hatte ich halt irgendwie Lust drauf. Ne? Ich wollte immer mal SAO fahren. Ich wäre auch gern letzte Season VEM mitgefahren. Ja. Da war ich dann noch zu lahm für. Da haben wir es nicht durch die Pre-Quali geschafft. Jetzt in der SAO haben wir es geschafft. Und dann dachte ich mir, ja, ziehst es einfach mal durch. Ne? Ja. So, warum nicht? Steckt da so viel Zeit rein, also habe ich Lust drauf. Ja, wenn du so unter der Woche fährst, du ja schon ziemlich viel, kann man ja schon sagen. So 4, 5 Stunden am Tag.
von Montag bis, nee, Dienstag bis Donnerstag. Ja. Dienstag bis Freitag so rum. Ja. Was sind so deine Pläne für die nächsten 3 Jahre? Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Oder lebst du gerade so einfach in dich rein? Also auf jeden Fall, wie gesagt, LFM mit Boris weiterentwickeln, das ist eine Riesenchance. Auch einfach mal neue Technologien kennenzulernen in der Webentwicklung, das hilft mir dann auch beruflich weiter, falls ja. Im Stream irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise nicht laufen sollte. Dann kann ich Vollzeit irgendwie als Webentwickler arbeiten mit den Technologien, die ich da so gelernt habe. Das auf jeden Fall. Dann Stream auf jeden Fall weitermachen, weil es, wie gesagt, ich würde mir in den Arsch beißen, wenn ich nicht wüsste, wo das hingeht. Darum das weitermachen. Ich müsste mit Sicherheit auch noch auf YouTube und was auch immer Content produzieren, damit es dann noch ein bisschen noch mehr wird. Aber dafür habe ich dann wirklich keine Zeit, was ein bisschen schade ist. Darum einfach auf Twitch bleiben, mein Ding weiter durchziehen und nächstes Jahr gucken, was der E-Sport bringt. Darum, wenn nochmal eine VEM kommt, eventuell vielleicht, hätte ich da auch Bock dran teilzunehmen. Oder SRO, mal gucken. Ja, VEM war wirklich gut die letzte Season. Ja, ich hab's nebenbei, ich bin sogar einstimmt bin ich mitgefahren. Habe ich einmal ausgeholfen auf Watkins Glen. Ah ja. Da bin ich mitgefahren, auf dem Rennwelten AMG mit Leon Bernd und so. Da habe ich einstimmt ausgeholfen. Der hat auch Spaß gemacht. Auch wieder schön schwitzig. Also das sind halt wirklich diese Rennen, wofür man so als Simracer irgendwie lebt, gefühlt. Dieses ja. Wirklich vollkommene Reinschwitzen. Diese LFM-Dailies, die mache ich halt so nebenbei und chat halt auch noch viel. Du, das halt, könnte ja. Vielleicht in der einen oder anderen Compilation auffallen, dass dem so ist. Ja, aber dieses, wie gesagt, dieses voll fokussiert Fahren in seinem Film sein, das macht mir so Bock und das ist dafür, lohnt es sich irgendwie reinzuschwitzen. Das passt in kein anderes Spiel, finde ich. Hast du so einen ganz speziellen Film, also um dich jetzt mal zu zitieren, an den du dich erinnern kannst? Wo du sagst so, Alter, da bin ich geflogen, da war ich on fleek? Es war jetzt in der SAO, der erste Nachtstint auf Spa. Da habe ich mit dem HRT-Mercedes von uns mithalten können. Die waren immer so 3 Sekunden vor uns und dann waren das immer so 3,8, dann mal so 3,5 und so. Und dann habe ich das die ganze Zeit gesehen und dachte mir so, ja geil, weißt du, ich bin so schnell wie unser zweitschnellstes Auto. Ja. Und das war schon sehr, sehr geil. Und das hat mir richtig, richtig Bock gemacht. Und dann auch wirklich konstant. Ich dachte im Training, ich kriege die Rundzeiten nicht konstant runter, aber das wurde dann immer schneller. Und ich habe dann auch das erste Mal über den Stint so richtig gemerkt, wann die Reifen nachlassen. Ich habe es dann auch hingekriegt, mein Fahrverhalten anzupassen und so. Das war richtig cool. Das war der letzte Film, den ich hatte. War SAO, der erste Nachtstint. Ist das auch so dein größtes Ding gewesen? Oder hast du nochmal so einen anderen gehabt, wo du wirklich gedacht hast, so, wuh? Ich hatte, also wo ich das erste Mal was gewonnen habe, das war auch cool. Da habe ich so einen Gaming-Stuhl von Case King, so einen Next Level Racing Gaming-Stuhl gewonnen. Oh, nice. Und das war dieser Next Level Racing Cup, den es mal bei LFM gab, wo du 3 Rennen hattest, glaube ich, und die Top 15 sind dann immer im Reverse Grid gestartet. Ja. Yeah. Und das war auch ein Film. Vor allem das letzte Rennen war dann Nürburgring. Flattet oder so, es hat richtig hart geregnet und ich war auf P2 in der Wertung. Wenn ich das Rennen auf P3 oder so beendet hätte, wäre ich P2 geblieben. Und das habe ich dann auch geschafft. Also ich habe dann, das war das erste Rennen, war Kialami, da habe ich knapp gegen Mavix verloren, weil mein Schiff da kaputt gegangen ist, da musste ich mit dem Knopf schalten. Okay. Bin ich aus der Box gekommen, habe das erstmal nicht gecheckt, dass ich mein Runterschalten auf den Knopf gelegt hatte, bin dann rausgefahren, wollte die ganze Zeit runterschalten, ging aber nicht, also habe das in meinem Kopf vergessen gehabt. Dann nächstes Rennen, Olden Park, habe ich voll auf den Sack bekommen, aber hab's gerade so geschafft, auf P14 rein zu ins Ziel zu kommen. Also bin ich von P2 gestartet im letzten Rennen. Und da habe ich auch maximal geschwitzt, weil hinter mir war auch noch hier George Boothby. Den musste ich noch verteidigen und so. Und da habe ich das erste Mal mit Sim Racing was gewonnen. Und das war auch cool. Dann habe ich mir so einen Gaming-Stuhl hingestellt und wie so eine Trophäe. Der steht da wie so eine Trophäe. Da sitzt du also nicht drinne. Ja, doch schon, aber meistens gucke ich ihn mir nur an und denke mir, ja, cool, den habe ich gewonnen. Geil, Alter. Genau so. Schön. Hey, ich habe noch nie was gewonnen mit Sim Racing, also das muss ein sehr schönes Gefühl sein. Es ist, ja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich an dem Tag gewinne. Wie gesagt, meine Shifter ist vorher kaputt gegangen im Training. Ja. Da musste ich mich auf dieses Schaltenknopf da irgendwie angewöhnen. Und dann hat das irgendwie funktioniert, aber auch nur durch dieses Reverse-Grid-Ding da, weißt du, weil das halt irgendwie Spannung reingebracht hat, sonst hätte ich das auch nicht gewonnen. Ja, das war dieses Reverse-Grid und da habe ich dann halt irgendwie es geschafft, mich auf P2 da durchzuwursteln. Das ist doch mega geil, wenn Zufälle zusammenkommen.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein cooles Gefühl. Bist du Regenfahrer? Weil du gerade flooded gesagt hast? Auf jeden Fall. Regen tut mir immer gut. Ich bin jetzt letzte Pro Series auf der Nordschleife auch als Zehnter ins Ziel gekommen. Da hat es auch geregnet. Sonst, also, das war schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Vor allem auf der Nordschleife ohne Training. Dann hat es geregnet und dann auch mit Trockenreifen im Regen fahren. Und das tut mir meistens immer gut, im Regen zu fahren. Ich freue mich auch, auf Regen. Warte mal kurz. Trockenreifen, Regen, wie? Ja, das war, warte, wie war's? Ja, es hat dann zum Ende des Rennens angefangen, nochmal zu regnen. Und war kurz trocken und dann musste ich die letzten zwei Runden auf Trockenreifen noch durchwurschteln. Und das war, aber hat funktioniert, wie gesagt. Viele haben sich abgelegt, viele sind komplett gestorben und ich bin dann auf P10 vorgefahren, in der Pro Series. Achso, das ist richtig. Wahrscheinlich Split 1, nehme ich an. Ja, Split 1, genau. Aber das war auch ein schönes Ergebnis. Auf jeden Fall, also das ist eins der besten für mich in der Pro Series. Geil. Läuft öfters nicht so gut. Warum jetzt? Also, weil du weggesegelt wirst, oder? Ja, also das Rennen davor auf Spa wurde ich weggesegelt. Hattest du, glaube ich, auch angeguckt, eine Reaction da, wo mir McLaren dann zum Schluss komplett reingefahren ist. Einfach so, ich stand da auf der Strecke und der hat mich dann nochmal komplett aus dem Leben geschossen. Also so komplett unter Yellow, einfach nicht liften und nicht bremsen, voll rein. Also ich hätte es vielleicht noch bis zum Boxenstoppfenster geschafft. Aber da dann nicht mehr. Ja, und ich bin die Season halt auch nicht so viel gefahren durch die ganzen Events, die wir mit LFM hatten und dem Teamtreffen und so. Nächste Season mal gucken, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Wenn es neben der SRO klappt, dann werde ich da mal ein bisschen mehr reinschwitzen. Mal gucken, mit welchem Auto. Ich denke, weiterhin AMG, ich fahre ja auch in der SRO. Ja. Also macht es Sinn, damit weiterzufahren und zu trainieren. Wie siehst denn du das als, ich würde schon sagen, du bist ja viel Fahrer in ACC. Wie siehst denn du so aktuell die Driving Standards? Weil, weißt du, man guckt sich immer nur so kleine Ausschnitte an. Und wenn du jetzt jemanden fragst, der in der Woche, sagen wir mal, 50 Rennen fährt, hat der ja einen viel größeren Einblick in die Geschichte. Wie nimmst du denn die aktuell wahr? Also in der SAO speziell ist es ziemlich wild. Vor allem, wenn man so im hinteren Mittelfeld startet, dann ist es schon ziemlich wild und da wird auch viele schießen sich gegenseitig ab. Und fahren irgendwie nicht mit Rennintelligenz. Also manche wollen dich da überholen, obwohl du fetzt dich gerade halt mit einem vor dir und eigentlich siehst du, dass ich schneller bin als der Mann vor mir. Ja. Und ich könnte auch, und dann kommt einer von hinten und überholt mich. Und dann überhole ich den wieder und das ist alles so. Also ich finde, vielen mangelt es da irgendwie an Rennintelligenz in so Endos. Und viel wird auch richtig hart reingehalten. Du siehst es auch bei den Strafen von der SAO. Da haben jetzt mittlerweile im nächsten Rennen 3 Leute irgendwie 10-Sekunden-Penalties, dann haben 2 eine Quali-Sperre, dann einer hat eine 30-Grid-Penalty. Also die Strafen sind hart, aber trotzdem ist es schon ziemlich wild, vor allem im E-Sport. Also du hast irgendwie am Anfang, wenn du deine Karriere anfängst in den Rookies, ist es wild. Dann nimmt es so ein bisschen ab, alle haben so ein bisschen mehr Respekt voreinander. Und dann, wenn es zum E-Sport hingeht, dann wird es wieder asozial. Weil dann fahren alle mit vollem Ego und halten überall rein. Also E-Sport ist wirklich, schwierig. Okay. Es verdirbt einen auch irgendwie. Es verdirbt einen. Du siehst es ja bei Jansky. Also es verdirbt einen irgendwie. Dieses ganze E-Sport, die E-Sport-Geschichte, dieses Reinschwitzen, dann da mit dem großen Ego da fahren und so, das verdirbt einen. Hast du selber das Gefühl, dass du auch verdirbst mittlerweile? So ein bisschen? Dass du es auch annimmst und sagst so, ey, ohne komme ich nicht weit? Ich fahre auf jeden Fall asozialer, sagen wir es mal so. Also es heißt ja auch, beim Multiclass-Rennen zum Beispiel, heißt es ja auch, die Langsameren fahren ihre Linie und die GT3s, die suchen sich dann den Weg vorbei. Ja. Aber das macht keine Sau. Das macht keine Sau. Ich habe in einem Rennen so viel Zeit verloren, weil ich nicht einfach in jede Kurve reingehalten habe. Wie der größte Arsch in die GT4s. Einfach innen, weil das jeder gemacht hat. Und ich habe die halt immer ihre Linie fahren lassen und bin dann auf der Geraden halt auch nicht vorbeigefahren. Also, schwierig. Da bin ich jetzt auch asozial geworden im Multiclass. Okay. Also denkst du schon, dass sich das mit reinzieht, ja, in das schwarze Loch? Irgendwie schon, ja, irgendwo schon. Merkst du das auch so charakterlich, dass du dich da diesbezüglich ein bisschen veränderst? Also,
Vor allem gerade in den Jansky-Videos, ich denke mal, die ganzen Beleidigungen, die mir da rausrutschen, die sind mir früher nicht so rausgerutscht. Da war es eher noch so von wegen, oh, alles okay, passiert ja mal. Und dann, wenn es in der Pro-Series so zugeht und in der SAO, dann rutscht mir halt jetzt schon mittlerweile echt viel raus, was auf dem Stream halt nicht so gut aussieht. Ich finde das, das war ja gerade bei dir schon, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jansky-Folgen, habe ich das auch schon mal gesagt, dass, also, weil ich persönlich konsumiere ja deinen Content auch hier und da. Und ich sage, also, ich habe auch, sage auch immer, nee, das ist nicht Krodonas, das ist irgendwas anderes gerade. Das ist Venom, was von drinnen spricht. Dunkle Seite. Das ist die dunkle Seite von Krodonas. Aber es ist wirklich interessant zu beobachten, dass das in jeder Sim, sobald du in diesem Level unterwegs bist, dass sich der Charakter so ein bisschen mit verändert. Und sobald das Zeug weg ist, sind die Leute mega cool, super suche, gar kein Problem, super easy. Wenn du jetzt, sagen wir mal, das hatte ich mit den Unicorns mal, das wäre bei dir wahrscheinlich auch so, wir fahren einfach auf locker und leger in einem 24-Stunden-Rennen zusammen auf Spaß. Dann denken die Leute so, wer ist das denn? Den kenne ich ja gar nicht. Warum ist denn der so entspannt? Ja, kennt man, ja. Ist so. Ja, wir haben auch in der SAO, gibt es ja auch eine Regel, dass wenn man die Pitlinie überkreuzt mit einem Millimeter mit seinem Reifen, dann kannst du es reporten, dann kriegen die anderen 5 Sekunden reinge. Ja. Weißt du, das sind auch so asoziale Gründe, um irgendwas zu reporten, aber das haben wir auch gemacht. Das haben viele gemacht, weißt du, das bringt dir ja auch was. Wenn vor dir einer fährt und der kriegt eine 5-Sekunden-Strafe, dann macht das vielleicht einen Platz aus. Würdest du nicht reporten, aber es wurde halt explizit im Briefing gesagt. Ja, und da fiel nur Regeln sind Regeln. Das war dann die Erklärung. Und dann wurde halt alles stumpf wegreportet, was über eine Pitlinie mit einem Millimeter rübergefahren ist. Ja, die Geschichte habe ich vor kurzem gerade gehört von Shiro. Ja. Ja. Aber das ist dann. Ist doch irgendwie scheiße, oder? Dass das so ist? Wenn wir ehrlich sind? Wenn es um Geld geht, dann werden die Leute halt auch irgendwie asozial, ne? Es geht nur ums Geld im E-Sport. Aber ich hatte so das Gefühl, bei VEM war das nicht so. Ich habe es leider nicht so viel mitbekommen, weil ich ja selbst nur ein Stint gefahren bin. Da habe ich das nicht ganz so verfolgen können. Ich habe es natürlich die Broadcasts immer aufgehabt nebenbei. Ja. Aber was da für Strafen reingeflogen sind, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht so mitbekommen. Ich glaube, so wild war es eigentlich gar nicht, wenn man sich das mal so anguckt. War relativ gut eigentlich. Okay. Ja, also es war schon doch gut sauber. Also da gab es schon Rennen, Suzuka, da hat es schon hier und da mal geklingelt so ein bisschen. Also hier mal 5 Sekunden, da mal 10 Sekunden. Aber so overall gesehen war das eigentlich schon relativ gut. Ich weiß, irgendwie gefällt mir das nicht, dass das so ist. Ja, ich weiß, wenn es halt so im Regelwerk steht, ne, und wenn es dir Position bringt, dann lotet man natürlich das Maximum aus. Das ist das gleiche wie bei Setups. Du fährst ja keine physikalisch korrekten Setups mehr, du fährst halt das, was am schnellsten ist, auch wenn es keinen Sinn macht. Das regt mich so auf, ne? Das regt mich so auf an dieser Sim. Das macht die ganze Sim irgendwie kaputt, dass man diese sinnlosen, weißt du, die Reifen stehen auf X und du fährst TC0 im Regen und du denkst so, was soll denn der Quatsch? Ja, bald kommt noch die ABS-0 im Regenmeter im GT4. Da gibt es schon Theorien. Oh no. Es gibt ja jetzt auch noch eine neue Meta, die ABS-1-Meter in Haarnadelkurven oder in langsamen Kurven, wo man richtig hart reinbremsen muss. Also du fährst zum Beispiel die Busstop auf Spa, fährst es im Mercedes mit ABS-1 und die erste Kurve, damit das Auto, wenn du rein Trailbreakst, dann driftet das mit dem Heck rein und dann ist das wie so eine Handbremse, die da gezogen wird. Und dann fährst du da halt so schnell wie möglich um die Kurve. Das ist die neue ABS-1-Meta. Naja. Ja, du musst halt alles ausnutzen, was es so gibt, ne? Also das ist halt das Problem am E-Sport. Ja. Du kannst dich einfach für Fun fahren, das ist dann, ist so. Naja, du. Aber am Ende des Tages, weißt du, ich erinnere mich noch gerne an den World Cup, wo 3 Leute vor der Start-Ziellinie standen in Kialami, weil es da um die Startplätze ging von Nürburgring. Kannst du dich daran erinnern? Bin da mitgefahren. War das Rennen, was irgendwann abgepfiffen wurde, weil Red Flag und Server nicht stabil waren? Nee, da ging es um die Qualifikation vom Nürburgring und dann sind da 3 Autos haben geliftet, weil sie den bestmöglichen Startplatz haben wollen für das nächste Rennen. Ach so.
Ey, das ich verstehe es, ja. Oh Gott. Kannst du dich daran erinnern? Nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Und dann haben die da abgebremst und standen auf Startziel, bis irgendwie Leute kamen, denen das dann egal war. Dann haben die sich irgendwie auch so ein bisschen geschoben. Und du sitzt davor und denkst so, Alter, das ist doch nicht repräsentativ. Was soll denn das hier? Das ist doch Bullshit. Ja, leider ist das so. Und jetzt, wenn du, weißt du, jetzt das nächste Ding, wenn ich höre, dass man sich da hinsetzt und Leute reportet, weil sie über die Linie sind, was ich absolut nachvollziehen kann, weil das Fahrerfeld ja so dicht beieinander ist, dass es dir was bringt, wie du schon gesagt hast. Aber so nach außen hin denkst du dir so, was soll die Scheiße denn? Das gucke ich mir. Das kam auch in meinem Stream nicht gut an. Also als dann meine Teammates gesagt haben, ah, den reporte ich weg, ah, den reporte ich auch wieder weg, den reporte ich auch weg. Weißt du, es ist ein bescheuerter Grund, was reporten, aber vor allem in so einer Serie bringt es dir etwas. Und darum kann ich es auch verstehen. Ich finde es auch nicht gut. Ich würde es auch nicht machen. Ich würde auch keinen hinter uns reporten, der irgendwie eine Runde zurück ist und dann rüberfährt und eventuell in 20 Stunden vor uns sein könnte oder so. Weiß ich nicht, das würde ich auch nicht unbedingt machen. Aber gerade Fahrzeuge vor uns, da hat sich das dann schon gelohnt. Ja, und es stand auch explizit in den Regeln und es wurde auch im Briefing gesagt. Also. Das ist so bei diesen E-Sports-Dingen, finde ich das so nass, ne? Dass man dann, warum sagt man das in einem Briefing noch extra? Du provozierst das damit ja extra sogar noch. Ja, schon. Ja, genau. Und deswegen haben wir es ja auch gemacht. Ja, da eben so. Ja. Ah, das ist ein Käse, Junge. E-Sports muss wieder ein bisschen geiler werden. E-Sports muss, beim Fahren muss das entschieden werden und nicht wegen so einem Kokolores. Das hat so ein bisschen so ein Rowe-Vibe vom 24er so. Nee, wir akzeptieren das Ergebnis nicht. So, ihr habt diese Regel, dies und das gemacht. Mhm. Ja, das ist so ein Scheiß. Ja. Aber jetzt muss ich ganz, jetzt für mich, das ist die einzige Frage, die ich für mich selber heute noch habe. Warum ist Nesca eingeschlafen? Warum ist Nesca eingeschlafen? Ja. Also, ich weiß es gar nicht. Wie alt war ich denn? Ich war 5, da habe ich damit angefangen. Das war 1999 rum. Da habe ich Nesca Revolution gezockt von EA. Das war cool. Dann kamen danach die Spiele von Sierra damals noch. Ja. Nesca Season 2003, darauf basiert ja, glaube ich, auch die iRacing Engine. Ja. Das war damals für mich so kompliziert, das Spiel. Ich weiß noch, es war auch alles auf Englisch. Und da musste ich die Tasten belegen. Ich mit meinen, 9 Jahren da. konnte kein Englisch. Ich wusste nicht, was beschleunigen, was bremsen oder so heißt. Hab dann die ganze Zeit rumprobiert, bis ich damals zum Laufen gebracht habe. Hat es ewig gedauert und dann hat es mir auch sehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann mit 2003, 2004, ich habe auch noch Nesca Season, ich weiß gar nicht, ob es Nesca Season 2004 oder Nesca Racing 4 hieß oder so. Das habe ich noch gezockt. Aber dann hat es sich irgendwann verlaufen. Wobei, auf der PlayStation 2 hatte ich noch eins. Nesca 2006 hatte ich noch. Das war dann wieder von EA. Da hat dann, glaube ich, Sierra gab es dann, glaube ich, gar nicht mehr. So okay. Richtig. Das habe ich noch gezockt. Und dann war es halt einfach nur noch Need for Speed. Underground 1, 2. Most Wanted, Need for Speed Carbon war dann, glaube ich, schon das letzte. Und dann kamen die Ego-Shooter. Ich habe es letztens mal wieder verfolgt, so ein bisschen Nesca. Auch vor allem jetzt diese neuen Autos, die sie haben, diese Evolution-Autos, ja, oder wie auch immer die heißen, wo alles so ein bisschen gleicher wird und auch ein bisschen moderner. Das habe ich noch mal kurz geguckt. Auch eine Doku auf Netflix von Nesca. Ja. Die ersten paar Folgen. Ich fand es eigentlich cool. Es hat sich einfach nur generell so mein Motorsportinteresse so ein bisschen verlaufen irgendwie. Ja. Im anderweitigen Zocken, was man halt so macht, wenn man 12, 13 ist. Leider verlaufen. Aber ich fand gerade die Autos hier schön aus 1999, der gute Kellogg's, wenn man den sieht. Ja, ja. Die fand ich damals cool. Die haben mir richtig Bock gemacht. Auch Jeff Gordon, Dale Earnhardt und so. Das waren damals die coolsten. Das waren damals die coolsten. Ja, siehst du, bei mir ist das genau andersrum so. Also ich interessiere mich sehr für Nesca. Also ich gucke GT-Sport und fahre selber GT-Sport auch, aber Nesca ist gerade so mein Ding. Was ich wahrscheinlich auch im Alter. Irgendwann will man nicht mehr so viel machen, weißt du? Einfach nur im Kreis fahren. Ja, das weißt du selber auch, dass es halt eben gar nicht nur so ist. Ja, ich weiß. Du musst ja... Alles ich, gut. Ich bin letztens auch AMS2 haben wir getestet, da sind wir IndyCar gefahren. Oh. Auf Indianapolis. Das war wild. Also, heilige Scheiße. Boah. Da kann ich dir eine witzige Geschichte erzählen. Es war vor kurzem bei Indy 500 in iRacing. Ich so, ja gut, können wir gerne mal ausprobieren. Ist ja alles kein... Können wir gerne machen.
ich so ein paar Mal Training gefahren, fühlte sich ganz gut an, kam mit dem Auto klar, war noch nicht so schnell, aber es war, man kam klar. So, wie dann ich mich fürs Rennen angemeldet, ich da rein. So, Training ist ja meistens ohne Windschatten. Und Windschatten ist ja in NASCAR als auch IndyCar super räudig. Und super, super räudig, das verändert ja sehr viel am Auto. Ja. Und ich fahre los, so IndyCar, geil, erste Runde überstanden, zweite Runde überstanden. Und dann denke ich mir irgendwann so, warte mal kurz, warum fährt sich das Auto so anders? Und dann hat einer vor mir meinen Windschatten halb gebrochen und ich kam nicht um die Kurve rum. Und dann bin ich erstmal volles Krawall in die Wand rein und ich dann so, Chat, ich bin ganz ehrlich mit euch, das Training hat nicht ausgereicht, ich brauche hier nicht fahren. Das war so krass, Alter. Das war wirklich bei 350 Klamotten bist du einfach rausgerutscht und dann bam, rein in die Wand. Ja, ich hab das bei AMS2 auch gemerkt. Vor allem, du musst ja auch, ich weiß, du kennst es ja im Stream, wenn ich lenke, dann lenke ich ja immer so in die Kurven rein. Und du musst ja beim IndyCar, musst du ja wirklich so in die Kurve gehen, ganz entspannt, so ganz entspannt. Und krieg das mal rein, ey. Und dann fährst du, das fand ich bei IndyCar abgefahren, du kannst einfach Vollgas fahren. Du fährst einfach aus der Box raus, gehst irgendwie in den, ganz schnell in den ersten, zweiten, dritten Gang, weil sonst drehst du dich einfach weg auf dem Gas, weil das Ding so viel Power hat. Ja. Dann gehst du in den sechsten Gang und dann fährst einfach nur noch. Aber du musst richtig, richtig präzise lenken. Und wenn du einmal unten irgendwie die gerade Fläche der Strecke streifst, dann dreht sich auch komplett weg. Und das war auch sehr schwierig. Ich habe es auch nicht hingekriegt, das irgendwie schnell zu machen. Ich wusste nicht, welche Linie ich fahren muss. Ob ich jetzt ganz innen fahre oder eher so halb innen, damit ich nicht ganz so doll drifte oder so. Aber ich bin auch, zum Schluss bin ich einfach nur gestorben. Vor allem auch wegen dem Windschatten, weil ich es nicht gewohnt war, dann im Rennen im Windschatten zu fahren. Und dann musst du lupfen mit dem Ding und dann ist schon vorbei. Ja, lupfen verändert dann halt irgendwie den Anpressdruck und dann ist so Helikopter. Genau, und dann bei AMS2 fliegen die halt die ganzen Reifen weg, alles ist kaputt und du bist raus. Das war mein IndyCar-Experience. Ja, das ist so ein geiler Sport, ne? Also gerade jetzt so NASCAR und IndyCar, diese im Kreis fahren Dinger. Wie du schon sagst, so dieses präzise Lenken, das ist einfach komplett geistesgestört. Dann hast du kein TC, kein ABS, wenn du da wirklich mal aus Versehen bremsen musst. Hinter dir brennt einfach alles, die Reifen schon komplett. Arsch, so, ich komme nicht zum Stehen. Ja, es ist ja auch super taktisch mit dem Windschatten. Ne? Du darfst, also du willst ja auch eigentlich nicht von Anfang an Erster sein. Wenn du Erster bist, hast du schon verloren, weil wenn du keinen Windschatten hast, dann fahren sie einfach an dir vorbei. Darum musst du da auch super taktieren. Darum verstehe ich auch das Argument nicht. Es ist nicht einfach nur im Kreis fahren. Es ist auch, vor allem im Nesca musst du auch die ganze Zeit lupfen. Du kannst ja einfach nicht nur Vollgas um die Kurven fahren. Ja, ja. Du musst ja lupfen, mit Gefühl darum fahren und so. Es ist schon anspruchsvoll. Ich habe es noch nie gemacht, zumindest nicht in iRacing. Aber es ist schon cool. Ey, wenn die wirklich das mit dem Server hinkriegen in AMS, ne? Dann sehe ich uns auch einfach mal so ein Fun-Rennen, wo wir uns alle so aus dem Dizzy Cars mal treffen und wir jackeln einfach mal eine Runde Daytona. Auf super entspannt. Können wir gerne machen. Ja, also wenn das wirklich kommen sollte in AMS, das würde ich richtig feiern. So mit Niklas, mit Basti, René, du, so die ganze Gang einfach mal zusammen auf einen Server, alle rein in Voice und dann gib ihm einfach mal Daytona 500 meinetwegen. Also 300 Runden Daytona. In einem NASCAR und dann einfach mal Spaß haben. 300 Runden. Wie viel ist das dann an Zeit, 300 Runden? Zwei Stunden. Okay. Marga, danach weißt du aber, was du gemacht hast, Junge. Ich habe das bei IndyCar gemerkt, vor allem das Force Feedback, das habe ich noch nicht richtig eingestellt. In AMS, das ist sowieso richtig, richtig anstrengend. Und ich fahre da mit dem IndyCar rein und meine Handgelenke tun mir ja sowieso schon weh. Ja. Und da musst du ja die ganze Zeit so, das war sehr anstrengend. Und dann noch im Rennen. Ja, ich habe wirklich durch Nesca habe ich gesagt, ich fahre jetzt weniger Force Feedback. Muss ich auf jeden Fall noch umstellen in AMS2, weil das ist auch noch im GT3 zu stark. Aber IndyCar war echt, das war wild. Also mein erstes Daytona 500, da bin ich noch so richtig mit Dampf gefahren, so wie früher. So mit mir tun dann auch die Handgelenke weh. Das, was du hast, hatte ich früher auch. Mhm. Und dann bin ich Daytona gefahren. Und das war wirklich, da gab es, glaube ich, eine Yellow Flag auf 300 Runden. Und du bist nur am Gas geben. Also ist ja fast wirklich ausschließlich nur Vollgas. Ich schon Oberschenkel komplett tot und die Hände einfach so, oh nee, bitte nicht. Bitte, können wir aufhören? Yellow Flag, irgendwas, bitte, ich brauche Pause. So. Und du hängst dann einfach nur in dem Lenkrad drin und drehst. Das ist schon unangenehm dann, ja. Ich habe das in den 15 Minuten, die ich gelebt habe, habe ich das auch erfahren, ja. Ja, und dann mach mal 2 Stunden raus.
Ja, auf jeden Fall. Also, das war wild. Hui. Ah, geil, ey. Das können wir wirklich mal machen. Hätte ich Lust drauf, dass wir ein AMS einfach mal. Kann ja auch irgendeinen Spaß mal machen. So, wenn ihr wirklich mal Offseason habt, dann mal die ganzen E-Sportlereien einfach mal Blödsinn machen. Ja, das hat der René letztens auch gesagt, dieses Unicorns and Friends und sowas, ja, was, ja, man, genau, was damals gab, sondern einfach mal so aus Spaß einfach mal ein bisschen Gas geben. Ja. Kein E-Sport, keine Geschwitze. Also schwitzen tust du bestimmt sowieso. Ja, also klar. Aber kein ekliges Geschwitze im E-Sport-Bereich. Ich behalte das mal im Kopf. Ich behalte das mal im Auge. Weil iRacing ist immer so eine Sache, weil da müsst ihr euch alle den Content kaufen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Aber die meisten Leute haben ja AMS, dann können wir das wirklich mal in Angriff nehmen. Ich schreibe mir das gleich mal auf und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Das wäre geil. Mach das mal. Mhm. Ja. Kronas, kennst du das Minigame vom Dizzy Cars? Kenn ich, ja. Möchtest du eine Runde spielen? Kann ich machen, ja. Kann ich machen oder möchte ich machen? Möchte ich machen. Das ist ein Unterschied. Ja. Wir haben gestern habe ich, warte mal, wen hatte ich denn gestern hier? Gumball. Ah, stimmt, Gumball hatte ich gestern hier, genau. Und Gumball, habe ich so eine neue Kategorie aufgemacht. Weil ich finde das ein bisschen unfair, wenn du jetzt beispielsweise oder auch Gumball sich mit Mabix oder Noah messen müssen oder Tim Heinemann. Es gibt jetzt die Underdogs. Okay. In der Kategorie Underdogs ist gerade aktuell Henrik Gumball mit 101 vorne. Er hat sie noch nicht, es ist noch nicht durch, weil sie noch nicht raus ist. Aber mit 101 ist Gumball reingegangen. Denkst du, du kriegst Gumball geschlagen? Ich wollte mich eigentlich bei meinem Chef René einschleimen und wollte sagen 99, weil er 100 wollte. Oh, okay, ich meine, ist auch solide, wenn du das willst. Niemand schreibt dir was vor. Keine Ahnung. Gumball 101, ich sag einfach mal 105. Mal 4 über. 105? Ja, warum nicht? Warte mal. Nee, Gumball hat 131 gesagt, wegen seiner 131. 131, Entschuldigung, genau. Nicht 101, das waren 131, aber die 31 mitnehmen. Gewinnt der am meisten hat oder der am nächsten dran ist? Naja, erstmal musst du ja was sagen und dann musst du das noch erreichen. Das ist ja, wenn du das erreichst, dann zählt das. Ja gut, dann platziere ich mich dazwischen. Ich sag 115. 115? Zwischen René und Gumball. Okay, ich bin gespannt. Ich werde dich, ich behalte das im Hinterkopf, ich schreibe mir das auch auf. Denn falls du nochmal zu Gast sein solltest, was ich sehr begrüßen würde, dann können wir über die Auswertung dieser Runde sprechen. Ja, können wir gerne machen. 115. mal gucken. Bin sehr gespannt. Kronas, der Gast schließt immer den Podcast ab mit den letzten Worten. Nicht jetzt. Ich möchte. Sorry. Ja, alles gut. Alles gut. Ich würde mich jetzt selber verabschieden. Aus Höflichkeit, logischerweise, und dir dann die Schlussworte übergeben, sodass du noch mal kurz 1-2 Minuten Zeit hast, darüber nachzudenken. Mhm. Ist fein für dich? Ist fein, ja. Fantastisch. Dann bedanke ich mich an alle da draußen, die am Podcast teilgenommen haben und sich das angesehen haben. Denk bitte dran, Krodonas hat sich nur 115 gewünscht und ich weiß, dass wir da draußen die 115 schaffen. Also, ihr könnt dafür sorgen, dass Krodonas sein Teamchef mal richtig schön zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und eventuell schafft es ja sogar, auch Gumball zu besiegen, weil ich habe es in Krodonas seinen Augen gesehen, er würde es eigentlich gerne machen wollen. Also lass uns mal gucken, ob wir das hinkriegen an der Stelle. Krodonas, ich bedanke mich, dass du hier warst. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, denn ich habe dich heute mal außerhalb deines Streams das erste Mal richtig kennengelernt. Und du bist echt eine sympathische Socke und ich wünsche dir alles erdenklich Gute auf deinem Weg der Dreifaltigkeit, kann man ja schon sagen. In der Hoffnung, dass du das alles sehr gut jongliert kriegst. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß und Erfolg bei der SAO diese Season. Und würde mich sehr freuen, wenn du danach ein bisschen weniger schwitzt und ein bisschen mehr, du weißt schon, Spaß hast in der ganzen Geschichte. Das wäre wirklich geil. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal zu einer weiteren Folge sehen, denn es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage ciao und übergebe das Mikrofon an Krodonas. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Fand's auch mal cool,
erzählen zu können, was ich so neben dem Stream mache, weil viele wissen vielleicht nicht, dass ich auch mit LFM entwickle, auch was ich hauptberuflich mache. Darum hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich bin es nicht gewohnt, so Podcasts zu sprechen, darum verzeiht mir, falls ich manchmal ein bisschen, ne, bisschen lahm war. aber es hat mir sehr Spaß gemacht, würde mich auch freuen, nochmal zu machen. Also danke dafür, danke für die Chance. Das war's? Keine Grüße an Mutti, Papi, Boris, irgendwen? Ja, ich grüße meine beiden Teamchefs, Boris und René. Sehr gut. Die wichtigen Sachen sind abgehakt. Die wichtigen, erstmal einschleimen, ja. Alles klar, dann ciao Kakao, bis den Dansen. Ciao.